Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part in EFC24, in der Spielerkarriere weiter geht's. Und ja, wir spielen zu Gast bei Sevilla. Noch sind wir auf Rang 1 in der La Liga, auch gegen Sevilla. Das ist die Frage. Andererseits, wir haben den letzten Gegner, war es Rayo? Also, keine Ahnung, wer der letzte Gegner war gerade. Aber letzten Gegner, den wir hatten, die haben wir hops genommen. Ich glaube, Rayo kommt noch. Meine ich. Aber letzten Gegner, keine Ahnung, wer das gerade war, haben wir hops genommen in der La Liga. Klar, es war ein einfacher Gegner. Einfacher als Sevilla auf jeden Fall. Aber trotzdem. Ja, schön, dass der Typ da seine Fußballschuhe an den Nagel hängt. Das interessiert hier niemanden. Ich weiß nicht mal, wer es ist. Bin ich da der Einzige, ist die Frage. Eine gute Frage. Einfach reingehen. In Ramon Sanchez Pichon? Pichon? Keine Ahnung. Was ist das für ein komischer Stadionname? What the hell? Null nehmen wir mit. Ich bin ja eh voll mit Punkten, aber Ziele müssen mit. Ja, mal gucken, wie das machen mit der Spielerkarriere. EFC 25 ist ja angekündigt führen. September und laut Informationen, also laut angeblichen Gerüchten, soll es auch für die PS4 erscheinen, aber danach alles andere, was neu kommt, soll nicht mehr für die 4 erscheinen. Also gibt Hoffnung. Am nächsten Sim-Teil bräuchte ich dann eine 5. Ich bräuchte dann eine 5 für Sons of the Forest auch. Weil die Frau ist so gesucht mit meinem Bruder. Also erst habe ich es alleine versucht, das ging. Das ging auf jeden Fall. Aber mit meinem Bruder, da ist das whole different story. Das ist, ich habe die Prezi, wenn ich mit meinem Bogen schieße. Und mein Bruder, der ist mein Kompass, also auf den immer Verlass ist. Also das ist Dream Team for sure, kann man sagen. So wie in Sims und Together LP. Nur, im Wald halt. Ne? Ja, wobei, wenn ich Sons of the Forest bringen kann, wäre es auch eine Idee. Wird dann wahrscheinlich mit meinem Bruder irgendwann kommen. Aber, also auf dem Kanal erscheinen. Ne? Rafa Guerrero hat ihm einen Cheatcode? What the hell? Die haben einen Cheatcode gekauft. What the hell? Krass. Und ja. Neue Sims-Teil auf 5, Sons of the Forest auf 5 und keine Ahnung, was noch. Ne? Keine Ahnung, was noch. Vielleicht ja der übernächste EAFC-Teil. Und ich weiß nicht, ob wir darüber geredet hatten irgendwann mal, aber EAFC bzw. FIFA begleitet mich ja auch schon sehr, sehr lange tatsächlich. Also seit Game Boy Advance-Zeiten, weil. Ich hatte damals zwei Spiele auf dem Game Boy Advance. Das war einmal FIFA 06, glaube ich. Müsste das gewesen sein? Ich glaube, FIFA 06 meine ich, wäre mein erstes Game gewesen. Und dann halt noch Tom und Jerry halt, also das waren meine ersten beiden Games. Also Tom und Jerry, wie hieß das nochmal? Irgendwas, Tom und Jerry? Ah, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es war so ein, ja, Jump and One sozusagen. Jump and One und dann hast du noch so Minigames gehabt, so verschiedene. Das war auch richtig cool, weil du wolltest eigentlich den ganzen Käse, also die Story war halt, dass die Besitzer des Hauses halt Wecker waren und so waren Tom und Jerry alleine und Tom hat halt versucht, Jerry mit viel Käse rauszulocken und halt, ja, das Leben schwer zu machen mit Fallen und hast du nicht gesehen, so. War ein cooles Jump'n'Run, was ich damals nicht geschafft hatte. Nach einem gewissen Level, aber heute hatte ich nochmal, also heute, also vor kurzem habe ich es nochmal. Ah, Tom und Jerry Tales hieß das, ja genau. Und Tom und Jerry, also Tales hatte ich vor kurzem mir geholt, per Emulator. Und das lief geil. Also ich bin richtig gut geworden. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halt auch New Super Mario Bros. Reihe ein bisschen vertrauter wurde mit. Und mich ein bisschen beschäftigt habe, also nicht ultra, ultra krass viel, aber halt schon so ein bisschen, ne? Oder halt, ja, keine Ahnung, ist meine Reflexe besser geworden, was weiß ich.
Vielleicht auch, dass meine Intelligenz besser wurde. Also damals als Kind war ich ein kleiner Dulli. Aber ich war damals schon, ja, wobei nicht ganz so stur, aber ja, wobei, ich weiß gar nicht mehr genau. Ist schon zu lange her, aber ich weiß, dass ich später sehr stur war. Also schon früher als Kind, aber zu der Zeit, was schon immer so war, dass ich einen Sturkopf hatte, der seinen eigenen Kopf hatte. Kann gut sein, aber wenn ich meine Hände nicht für ins Feuer legen, aber kann auch schon sein, dass ich immer meinen eigenen Kopf hatte. Als einsamer Wolf, der ich immer schon war, bevor ich überhaupt eine Bezeichnung dafür hatte. Ah, die ich auch eigentlich nicht dafür brauche. Also kann man sich eher ein Bild davon machen. Ob man sich ein Bild von mir in jungen Jahren machen will, ist mal dahingestellt. Aber ja. Hier. Oh, geil! Danke dir, Junge. Baba, du bist Baba, Junge. Ich weiß, das habe ich dir oft gesagt, aber Junge, es ist einfach so. Baba ist einfach Baba. Und eigentlich wollte ich auch nicht über Tom und Jerry Tales reden. Ich wollte eigentlich darüber reden, dass FIFA mich schon seit Game Boy Advance Zeiten, FIFA 06 war mein erstes Game gewesen, dann FIFA 07, 08, 09, also erst auf dem GBA, dann halt auf dem DS die Teile, dann auf der Wii und PS2. Also das geht schon eine ganze Weile. So. Und dann habe ich halt irgendwann auf PS3, hatte ich auch noch ein bisschen. Oder habe ich dann aufgehört nach der 2? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber irgendwann hatte ich auf jeden Fall aufgehört und dann kam ich mit FIFA 13 zurück. Ich hatte irgendwann aufgehört, kam dann über 13 zurück, nach langer, langer Zeit. Und nach mehreren Jahren tatsächlich. Also da war 13, also schon, ja. Ich weiß nicht, ob da, also ich weiß nicht mehr, wann das war. Ah, 13 war da halt nicht mehr das Neueste, glaube ich, gewesen, aber ein Kollege hatte das halt. Und FIFA 13 hatte ich halt gesehen, was sich alles im Karrieremodus verändert hat. Und das hat mir gut gefallen, aber gut, da hatte ich noch keine Sprint to Glory, sonst wäre ich nicht zurückgekommen. So, dann sage ich, wie es ist. Weil, was sind Sprint, weil die ganzen unnötigen Rauswürfe, die Moralscheiße, also wäre das damals so gewesen. Ja, dann wäre ich nicht hier rausge wär ich nicht da gewesen. Also Rauswürfe gab es damals schon, aber zum Glück kein Moralsystem, ey. Also das ist auch das ist die größte Scheiße, die je eingebaut haben. So. Noch schlimmer als die Fehlentscheidung, muss man leider so sagen. Junge, was machst du denn da? Sollst du nicht hier tanzen oder so? Oder was auch immer der da für eine Scheiße veranstaltet? Ah gut, ich hatte da was fordern sollen, aber ich war mir nicht sicher, ob das keinen Sinn macht, was zu fordern. Ich hätte versuchen sollen. Ja, das, was der da veranstaltet hat, das, ohne mich ist da der einfach nicht zu gebrauchen. Genauso wie Baba. Also Chemedi, der kann was alleine. Das haben wir ja gesehen. So, warum mich noch ignoriert hatte und bisschen Ego-Trip gefahren ist. Aber er hat es geschafft, so alleine was zu zeigen. Genauso wie mein Chan natürlich, ne? Auch wenn ich sagen muss, beim Tor, da hat Baba stark mitgeholfen und der konnte sogar alleine denken, der Junge. Also der hat das Ding gesehen, bevor ich es gesehen habe, kann man sagen. So, das war der hat das vorher gesehen, bevor mir das klar wurde, was er eigentlich geplant hat. So, weil ich war mich halt aufs Geschwurede am Konzentrieren, aufs Geschwafel. Deswegen. Aber Baba, danke dir, Junge. Das ist einfach Premium gemacht, muss man schon sagen. Also kann auch was ohne mich. Und hier sieht man es noch, und hier sieht man es, was mit mir ist. So. 1-0, 2-0. Baba Wii Co-Produktion hier, auch wenn Chamidi, glaube ich, der war auch am Ball, ne? Ja, genau, das ist Chamidi. Dann auf Baba, dann auf mich. Ah, ne. Das war Chamidi. Wo noch ein anderer mit am Ball war, Molanes oder so vielleicht. Und dann erst Baba. Okay. Aber ist ja auch im Endeffekt egal. Hauptsache, die Baba-Tore passieren hier. Oder Baba Vorlagen, je nachdem. So. Er ist einfach on fire, der Boy in dem Spiel. Aber vielleicht auch, weil ich ihn ein bisschen kritisiert hatte in den letzten Partien und das war scheiße von mir gemacht, dass ich eher auf Baba spielen soll oder auf Chamedi. Tut mir leid. Hatte da einen Plan, aber es war nicht gut. Das kann man vergessen, weil ich davor hatte. Ah, shit, und der Pass kommt leider nicht an, weil. Ja. Aber gut, ob ich da auf Chamedi hätte spielen können gerade. Das weiß ich nicht, aber vorher hätte ich auf Baba spielen sollen oder auf Chemiti. Chemiti, der ist schon ein guter Dude wie Baba, so muss man sagen. Also Baba, der zeichnet sich in dem Spiel echt aus, muss man sagen. Also hier gegen Sevilla.
letzten Spielen war es ja Schmidti immer ausgezeichnet, wenn ich Wheel. Wenn ich Wheel, zeichnet Schmidti sich aus. Da, gibt Applaus. Weiß nicht, weiß gar nicht, nicht, also es gibt doch irgendwie auch so einen Song, ne? Wobei ich gerade eine Parodie mache, so in etwa. Malle Remix, Spielerkarriere Malle Remix. Malle Real Mix vielleicht sogar. Ach ja. 3,0 Wertung easy, Leute. Ja, Vorlage habe ich auch schon erlöst, erlöst, genau. Habe ich auch schon erledigt, also ich brauche neue Ziele oder so. Bilbao gegen Alaves 1-1. Madrid Atletico spielt gegen Eibar. Girona gegen Barça. Osasuna gegen Las Palmas. Komm, Girona, klaut ein paar Punkte. Wenn ihr den Punkt klaut, heißt das, wir holen uns die Meisterschaftsschale. Also hoffentlich. Andererseits, wir dürfen nur nicht Punkte liegen lassen, so. Wenn wir gewinnen, dann ist egal, was Barca so veranstaltet. Weil wir haben den Lead. Nicht Barca. Das ist eine gute Sache. Dass wir uns den Lead zurück. Dass wir uns den Lead geholt hatten. Und ja, hoffentlich nicht abgeben, aber ja. Nachdem wir zwar gegen Barca verloren hatten, dann unentschieden gegen Vigo, was nicht sein musste, wo die Mannschaft rumgekackt hat. Aber andererseits, gerade läuft, aber ich glaube, es ist abseits, ne? Nicht? Also wenn das kein Abseits war, dann, also Abseits war, dann verstehe ich nicht, warum man jetzt erst pfeifen würde. Also, ja, aber ich wusste nicht, ob der jetzt im Abseits ist, der Typ, der da der. Weil es müsste da der gewesen sein, ne? Ja, doch, das ist da der. Das muss ja sein. Ich muss da der sein. Ich muss ja nur mithelfen, das zu verwalten. Wenn 2-0 gegen Sevilla, dem traue ich nicht ganz. Beraten. Hoffentlich klappt, dass man 2-0 über die Bühne bringt. Ich gehe besser ein bisschen weiter zurück. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ja, ich weiß es nicht. Ja, Hauptsache, ja, sehr gut, da der. Das war auf jeden Fall da der. Jetzt so bei jedem Spiel, ja, das muss da der sein. Ich glaube, das hier ist gar nicht da der, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es schon nicht mehr. Oh, geil. Dankeschön. Nutze ich sehr gerne aus. Was? Der hält den? Also ich dachte, der wäre drin. Der Ball. Das hätte er gut gemacht. Kommt, gönnt. 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 Euch den Ball. Los, hol den. Hol den. Ja, ist egal, tritt den weg, meinetwegen. Ist mir egal, solange wir keine Karten bekommen, ist alles gut. Und solange es keinen Elfer gibt, ist auch gut. Los, hol den Ball. Hol den Ball. Ja, was für Kehre auf deine Position zurück? Ich bin Stürmer, hallo. Ja, okay, ich hätte am Abseits gestanden, aber trotzdem. Musste verhindern, dass hier was passiert. Oh, scheiße, es gibt eine Ecke. Das kann nichts Gutes bedeuten, wenn der Gegner eine Ecke hat, ob in der Wölf-Trainerkarriere oder hier. Das bedeutet nichts Gutes. Ja, Leute, ihr seid da zu zweit. Wir machen einen Tag-Team-Move am Wrestling. Bei Toni Kroos ging das ja auch glatt in der WM. EM, meine ich. In der EM 2024 gegen Spanien. Da hat einfach einen Chop-Block ausgepackt und wurde nicht verwarnt. Junge! Das heißt nicht, dass du mir einen Chop-Block gegen die Eier machen darfst, Junge. What the hell, ey? Das will ich nicht. Sehe ich den. Ich meinte meine Mannschaft da. Schade, Chamilly. Schade. Schade, schade. Hättest du den gemacht, dann wären wir hier auf einer noch sicheren Seite als hier bisher. Sehr gut. Ah, Schröder, Junge. Du bist Verteidiger und kannst das nicht mal. Dann lass doch das Offensive uns, Junge. Aus. Das ist aus. Das ist aus. Mach doch mal Pause, Junge. Giovanna läuft da, oder? Aber wobei, ist das überhaupt Giovanna? Ja, könnte sein, Giovanna, ne? Oh, das war. Puh, puh. Ich hatte schon den Pfiff befürchtet, der. Naja. Du sollst den Gegner nicht anschießen. Schade! Das war ein guter Schuss aus der zweiten Reihe von Dardai. Oder so. Ja, wobei müsste Dardai gewesen sein. Ich glaube, der ist der, abgesehen von meinem Char, der beste für Schüsse aus der zweiten Reihe. Wobei, Chamidi darf man nicht vergessen. Ah, komm schon, Chamidi. Also, entweder, ja, wobei, ich glaube, da der ist sogar besser als Chamidi, was Schüsse von der zweiten Reihe angeht.
Aber im Allgemeinen ist Chamedi ganz klar vorne, würde ich mal sagen. Na, schade. Aber egal, solange wir auf den ihr Tor spielen, können die uns nicht irgendwas zunichte machen hier. Und das ist alles, was zählt. Solange wir hier weiter Offensive machen, müssen wir uns um unsere Defensive nicht kümmern. Das ist egal. Weil ist egal, ist egal. Ich habe meinen Torrekord eh ausgebaut. Ich habe den geknackt, ich bin immer am Ausbauen, das ist mein Rekord, also juckt nicht wirklich. Mach, 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 mach. Einfach schießen drauf, einfach drauf schießen. Einfach nur abziehen. Ah, schade. Warte mal, was? Ist das Tor? Nicht ganz, oder? Schade. Wäre cool, wenn wir da getroffen hätten. Dann wäre geil gewesen. Nein, ihr dürft mir nicht den Ball abnehmen. Ihr Hörnies. Ach, Baba, Junge. Schade. Aber egal, man kann hier keinen Vorwurf machen. Der spielt eine super Partie heute. Hier und heute. Ich meine, der war an beiden Toren beteiligt, genauso wie mein Char. Und er hat sogar mitgedacht für mich hier und heute, wo ich nicht. Wo ich am Reden war, also das Ding hat Baba auch ein bisschen übernommen gehabt, also beim 1-0. So, beim 2-0, da war ich das, aber im Denken, aber er hat gut mitgedacht und mitgemacht. So. Ist ja alles sehr, sehr wichtig. Chamidi, mach's! Yes, Junge! Hast du dir verdient, Junge. Let's go, ey. Jawohl. Jawohl. Ja, komm mit, Jube auch mit der Baba, genau, komm. Junge, mit hier. Hast du verdient, Bauer? Jawohl. Meine Jungs hier. So muss das aus der Drehung, holt er den raus. Jawohl. Jacob kommt rein. Weiß gar nicht, wo der spielt, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung, wer auch runtergeht für ihn. Kann man das noch sehen? Hallo? Wir wissen, wer runter ist. Chemiti? Nein? Ne, Chemiti steht noch da. Baba ist anscheinend auch noch da. Wer ging denn runter? Ich will es wissen. Ich kenne meine Mannschaft. Ach, Kufre. Ah, okay. Warum immer das ist. Wahrscheinlich einer der Verteidiger, würde ich mal so vermuten. Oh, shit, 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 shit. Keine Gegentore. Ja, wobei, ja, es ist auch gut, wenn wir keine Gegentore bekommen. Selber welche machen, dann passt es auch alles. Nein, nicht auf den! Hätte abseits sein können. Muss man immer drauf achten. Oh, danke. Sehr gut mitgedacht. Nein, hör doch auf mich zu legen, du Arsch. Gib mir rot. Na, geht doch, verdient. Gattoni, ey. Da hat er sogar noch wen erwischt. Das war nur leicht, um mir dann die Beine wegsammeln. Also. Ja. Und ich dachte auch eigentlich Elfmeter, aber. Ach, stimmt, den hätte ich eh nicht treten dürfen. Stimmt. Aber ist ja egal, so. Ob ich den Elfer mache oder nicht, Hauptsache drin, das Ding. Hätten wir verdient ein 4-0 hier. Dieses scheiß Gerät, ey. Das wäre ein Ding gewesen, ey. Hätte ich locker reingemacht. Aber egal. Ja, vorhin war ich auch ein bisschen faust mit meinem Bruder und meine Prezi hier aus Ompolen, ey. Ah, ich dachte, ich hätte ihn. Deswegen bin ich weitergelaufen. Ich achte ja natürlich auf Abseits. Wenn ich denn in der Lage dazu bin. Aber ich dachte, ich hör den Ball, aber ist okay. Ich meine, hat zwar noch ein, zwei Tore mehr geben können, aber hey, wir haben 3-0 gewonnen gegen Sevilla. Gegen Sevilla bei Sevilla auch noch. Also, was willst du da meckern? So. Das ist eine super Sache. Und Bilbao hat verloren gegen Alavés, okay. Okay, es interessiert uns zwar nicht wirklich, auch wenn es mich freut, dass der Außenseiter da gewonnen hat. Aber für uns ist das im Endeffekt nicht so wichtig, weil wir müssen auf Barca achten. Und ich hoffe, Girona schenkt den ordentlich ein hier. Genauso wie Real, dass die auch nicht Punkte liegen lassen. Sowohl Real als auch Barca. Ich kleben uns noch am Arsch. 6 Punkte. Also 2 Spiele vorm Ende, da werde ich das so entscheiden. Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ciao, Leute.